Ja, liebe Studierende, liebe Interessenten außerhalb der Uni, es geht heute weiter mit unserer Lehrveranstaltung Wildökologie und wir sind bekanntlich bei den Raubtieren, den Carnivora, und wir fangen heute an mit den Katzen, den beiden Wildkatzenarten, die wir in Deutschland, in Mitteleuropa kennen. Wir vorab vielleicht nochmal die Bitte, wenn Fragen sind, wenn Sachen erläutert werden sollen, wenn Sachen nicht so ganz klar geworden sind, einfach auch über die Kommentarfunktion, oder wenn Sie das nicht mögen, können Sie auch gerne uns über die Website selber eine Mail schreiben. Dann werden wir die auch beantworten. Es sind im Moment relativ wenige Rückfragen. Das kann heißen, dass das alles gut verstanden ist. Es kann heißen, dass Sie noch gar nicht wirklich reingeschaut haben. Es kann aber auch heißen, dass Sie irgendwie so den Workflow noch nicht internalisiert haben. Deswegen also nochmal der Hinweis, also ruhig Fragen stellen. Die werden auch beantwortet, wenn irgendwas unklar ist. Wir kommen zu den Katzenartigen. Der Luchs ist unsere größte einheimische Wildkatzenart. Auch der Luchs hat eine sogenannte zirkumpolare Verbreitung. Das kennen Sie mittlerweile. Das ist letztendlich nichts anderes, als dass eine Art in verschiedenen Unterarten rund um den Globus, in dem Fall über die Nordhalbkugel, verbreitet ist. Beim Luchs gibt es den in Nordamerika. Es gibt, da ist der Rotluchs. Es gibt den Pardeluchs. Es gibt den Nordluchs. Der Pardeluchs ist mehr der südeuropäische. Der Nordluchs ist mehr den, wir in Mitteleuropa und Nordeuropa finden. Es sind teilweise unterschiedliche Arten, teilweise unterschiedliche Unterarten. Das würde ich hier auch gar nicht vertiefen wollen, weil dieser Artbegriff, wie an mehreren Stellen schon mal erwähnt, im Moment derzeit sehr stark inflationiert wird. Man weist sehr viele Arten meistens aufgrund molekularer Marker aus, was aber letztendlich kein vernünftiges Kriterium für eine Arteinteilung ist. Eigentlich müssen wir uns immer auf die biologische Artdefinition zurückziehen, die da lautet, was ich Schad und Part ist eine Art, also Tiere, die gemeinsame Nachkommen haben können, gehören einer biologischen Art an. Und da ist es auch beim Pardeluchs und Nordluchs nicht so ganz klar, ob das nicht doch eine biologische Art ist. Im Moment wird er meistens noch als zwei unterschiedliche Arten geführt. Wir haben in Mitteleuropa den Lynx-Lynx, also den Nordluchs, hier als heimische Tierart. Der Luchs war ursprünglich mal auch über ganz Nordeuropa und auch dann weiter bis Asien, bis Sibirien, also über Eurasien verbreitet, ist dann durch Lebensraumverluste, aber auch durch unmittelbare menschliche Verfolgung, muss man sagen, seltener geworden und in vielen Teilen des Verbreitungsgebietes dann auch ausgestorben. Das hat man versucht, dann seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder durch Wiederansiedlungsprojekte dem entgegenzusteuern, und das hat auch zum Teil ganz gut funktioniert. Es hat zum Teil auch schlechter funktioniert, als man das dachte. Und dazu kommen wir zum Schluss ganz kurz nochmal, wie wir mit diesem Wiederansiedlungsthema uns in Zukunft weiter beschäftigen müssen. Luchse brauchen relativ großflächige Lebensräume. Das heißt also, sind auch Tiere vor allem von Waldlandschaften. Luchse werden Sie normalerweise nicht im Offenland, also in der Agrarlandschaft finden. Das heißt, wenn Sie dort mal einen Luchs sehen, dann ist der dann durch. Wandern, solche Fälle gibt es, dass sich Luchse einfach mal auf dem Weg vom einen Mittelgebirge in das andere, vom Harz zum Beispiel, in den Solling oder in den Kaufunger Wald, sich auch mal ein paar Tage im Feld aufhalten, in Maisäckern dann Deckung suchen, dort auch Rehwild zum Beispiel erbeuten. Das funktioniert, aber es ist eben nicht der Normalfall, es ist eigentlich nur der passagiere Zeitpunkt, wenn der Luchs eben sich zwischen zwei größeren Lebensräumen bewegt. Der Name Deckung oder das Wort Deckung ist gerade gefallen. Ja, Deckung braucht der Luchs, er muss sich zurückziehen können. Also er braucht eben wirklich Flächendickungen im Wald, auch durchaus höhere Grasvegetation, wo er sich verstecken kann. Und er braucht Bewegungsfreiheit, das heißt also auch die Möglichkeit, einen größeren Lebensraum zu besiedeln, ist für den Luchs wichtig. Er kommt auch nicht nur im Wald vor, also gerade auch oberhalb der Waldgrenze, wenn es felsig wird, wenn es baumärmer wird, sind Luchse durchaus vorhanden. Luchse, das hat man lange Zeit auch so gesehen, brauchen schon relativ viel Ruhe. Das heißt, sie sind jetzt nicht unbedingt dort zu finden, wo Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht, wo Massentourismus herrscht. Dort ziehen sie sich zurück, aber es gibt eine wichtige Beobachtung auch, wenn dieser Massentourismus planbar ist, wenn er für das Tier
keine Überraschungen birgt, dann können sich Luchse auch an solche Störungen sehr gut gewöhnen. Es gibt immer wieder mal die Berichte zum Beispiel von Luchsen, die in der Nähe eines Liftes sich sehen, sich zeigen, dort auch in Ruhe sitzen und dösen, obwohl dort durchaus der Tourismus an ihnen vorbeigeht. Aber gerade diese Situation Lift ist ganz typisch. Dort weiß der Luchs und dort hat der Luchs die Erfahrung gemacht über Jahre. Die Leute gehen aus dem Lift nicht raus, sondern sie bleiben da drin und deshalb sind sie eigentlich auch ungefährlich. Die großen Aktionsräume sind schon angesprochen worden. Die Literaturangaben sind da, gibt ein sehr breites Spektrum, 10 Quadratkilometer bis zu 2000 Quadratkilometer wird genannt. Das sind so die Extreme. Im Moment sind wir, wenn wir ein Harz angucken, fast eher an der unteren Grenze oder manchmal auch darunter. Das heißt also, es kommt auch ein bisschen auf die Nahrungssituation an. Die Telemetrieuntersuchungen in der Vergangenheit, zum Beispiel auch von Breitenmoser und Breitenmoser, die zeigen Home Range bzw. Territorialgrößen von etwa 90 bis 400 Quadratkilometer, kann man sagen. Die Beute des Luchses ist seiner Größe angemessen. Im Sommer sind es vor allen Dingen Rehe, im Frühsommer Rehkitze sehr häufig, dann aber auch Kleinsäuger bis, sagen wir mal, Hasen, Größe und dann auch Vögel, also das Birkhuhn beispielsweise, das ja auch im gleichen Lebensraum vorkommt, und das Auerhuhn kann durchaus auch zur Beute des Luchses werden. Im Winter changiert das dann ziemlich und die Winternahrung besteht im Wesentlichen aus Rehwild und dementsprechend natürlich auch aus erwachsenem Rehwild. Ein zweiter interessanter Beutefaktor ist das Mufflon. Das Mufflon, das haben wir bei dieser Art ja auch schon besprochen, ist an die bodengebundenen Prädatoren in Mitteleuropa nicht gut angepasst oder auch fast gar nicht angepasst. Das heißt also, Mufflons werden vom Luchs relativ leicht erbeutet, weil sie einfach kein adäquates Fluchtverhalten zeigen. Und dementsprechend ist der Luchs auch in der Lage, eine Mufflon-Population zumindest sehr stark zu dezimieren, wenn nicht gar auszulöschen. Beim Wolf ist das noch eher und noch schneller und noch leichter der Fall. Aber auch der Luchs kann hier eine Rolle spielen. Stichwort Wolf ist ganz interessant. Luchse und Wölfe haben ein sehr unterschiedliches Jagdverhalten. Luchse sind klassische Ansitz-Kurzstreckenjäger. Das heißt also, ein Luchs, der wartet irgendwo und wartet und wartet. Und dann kommt eben ein Stück Rehwild vorbei und dann schätzt er das ein, sprintet los, verfolgt es über eine kurze Strecke, maximal 100 bis 150 Meter. Wenn er es bis dahin erbeutet hat oder erreicht hat, dann ist gut. Und wenn er es bis dahin nicht erreicht hat, bricht er sehr oft diese Jagd auch ab. Also ein Sprinter, der im Grunde vom Ansitz aus jagt. Ansitz heißt auch durchaus am Boden lauern beispielsweise. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass der Luchs, wie das im alten Bremen noch auf sehr martialischen Abbildungen gezeigt, der Luchs dann praktisch auf dem Baum lauert und dann so wie der Leopard vom Baum auf die Beute herabspringt. Das ist eigentlich eher die Seltenheit. Das kommt praktisch so nicht vor, sondern er sprintet praktisch hinter der Beute her. Beim Wolf ist das ganz anders, da kommen wir nochmal dazu. Da ist es im Grunde eine klassische Hetzjagd, die auch über längere Distanzen geht. Luchse können ihren Lebensraum durchaus regelmäßig verändern. Und gerade wenn Nahrungsmangelsituationen auftreten, werden die Gebiete auch verlassen und neue Gebiete aufgesucht. Die Fortpflanzungszeit ist im Spätwinter, ist bei vielen Raubtieren so, Februar, März, Tragezeit etwa 70 Tage. Es kommen normalerweise 2 bis 3 Junge zur Welt, seltener mal 4. Und zwar im Mai, Juni, also genau jetzt um die Zeit, kommen die jungen Luchse zur Welt. Sind bei Geburt blind, öffnen die Augen mit etwa 16 bis 17 Tagen. Werden 2 Monate gesäugt, sind mit 9 bis 12 Monaten etwa selbstständig, aber auch relativ spät, geschlechtsreif. Große Raubtiere können oder müssen ja irgendwo auch ihre Reproduktionsrate einbremsen. Und das passiert zum Beispiel durch eine späte Geschlechtsreife. Ja, wie gehen wir mit dem Luchs um? Zunächst mal, er wird in Mitteleuropa nicht mehr gejagt, nicht mehr jagdlich genutzt. In Teilen Nordeuropas, Osteuropas, wo die Population noch intakt ist, wo wirklich noch auch Überschuss produziert wird in den Populationen, die dann genutzt werden, der dann genutzt werden kann, wird auch noch bejagt. Bei uns in Mitteleuropa nicht, er unterliegt dem Jagdrecht und ist ganzjährig geschont, also eigentlich eine sehr intensive
Schutzstrategie, die man da verfolgt. Man hat in der Vergangenheit versucht, den Luchs anzusiedeln in verschiedenen Mittelgebirgen, in den Alpen, im Jura, in den Vogesen, im Böhmerwald, im Bayerischen Wald, im Spessart, in der Sächsischen Schweiz, im Pfälzerwald, im Fichtelgebirge, im Harz. Das sind auch alles klassische Luchs-Lebensräume. Das erfolgreichste Luchs-Ansiedlungsprojekt bisher war letztendlich der Harz. Dort hat man seit den 1970er Jahren eigentlich mit diesem Gedanken gespielt und dann später, als dann der Harz dann auch noch zum Nationalpark wurde, hat man das auch weiter verfolgt. Man hat dort, böse Zungen würden sagen, fast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und trotzdem war man erfolgreich. Das ist aber eigentlich auch kein Wunder, weil wir es hier mit einem Großpredator zu tun haben, dessen Aussterbeursachen im Wesentlichen, nicht 100%, aber im Wesentlichen durch die menschliche Verfolgung bedingt waren. Und damit ist in dem Moment, wo wir ihn nicht mehr verfolgen, wo wir ihn unter Schutz stellen oder wo wir ihn nachhaltig bejagen, dass dieser Faktor entfallen und dann funktionieren wieder Ansiedlungsprojekte erfahrungsgemäß gut. Während bei anderen Arten, bei denen dieses Faktorenspektrum des Aussterbens vielfältiger war, auch die Wiederansiedlung deutlich komplizierter ist. Ja, im Harz, was hat man dort falsch aus dem Mann richtig gemacht? Man hat eigentlich eine Wildart in einem Lebensraum angesiedelt, der erstens mal natürlich primär geeignet ist, weil es ein großes bewaldetes Mittelgebirge ist, der allerdings Nachteile hatte im Sinne von sehr stark von Straßen durchzogen. In Zeiten vor der Grenzöffnung zur DDR war der Westharz durch sehr große, sehr hoch oder so üppig dimensionierte Straßen erschlossen worden. Das hat so ein bisschen mit der damaligen Förderung des Straßenbaus in den Zonenrandgebieten, den sogenannten, zu tun gehabt. Es wurde also sehr leicht, kam man mit dem Auto in den Harz rein, es wurde schnell gefahren. Gleichzeitig war dort sehr viel intensiver Tourismus. Man hat Tiere aus Zoozuchten, also aus Gefangenschaftszuchten, aus menschlicher Obhut angesiedelt. Die hat man über Eingewöhnungsvolieren eine Zeit lang praktisch erstmal an den Lebensraum gewöhnt und dann freigesetzt. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt für eine Wiederansiedlung im Harz sprechen. Ein weiterer Punkt, der dagegen sprach, ist, der Harz ist, wer von Ihnen in Geografie in der Schule aufgepasst hat, ist im Grunde ein sehr isoliert gelegenes, monolithisches Gebirge in der norddeutschen Tiefebene mittendrin. Erhebt er sich bis auf über 1000 Meter, aber rund um den Harz rum haben wir sehr intensive Landwirtschaft oder auch sehr viele Straßenverkehrswege. Denken Sie an die A7 von Nord nach Süd praktisch, die im Westen am Harz vorbeigeht. Gleichzeitig gibt es dort sehr große Bahnstrecken, ICE-Trassen. Es gibt dann die A2 im Norden, es gibt die A38 und die A4 im Süden. Im Süden, ja. Und es gibt im Osten letztendlich die einzige Möglichkeit, die dort im Grunde aus dem Harz auszuwandern besteht, ist letztendlich über die Magdeburger Börde, also über eine große Agrarlandschaft, was auch jetzt nicht unbedingt dem Lebensraumanspruch des Luchses entspricht. Das heißt also, er ist dort ziemlich eingekastelt und eingebaut in diesem Lebensraum Harz. Und wir sehen im Moment auch, dass die Abwanderungen eigentlich viel weniger passieren, als man sich das wünscht. Man beobachtet Abwanderungen in den Solling, in den Kaupunger Wald, die anderen umliegenden Mittelgebirge, aber es kommt eben nicht zum großen Verteilen, zum Beispiel in Thüringer Wald und Ähnliches. Und das hat sicherlich sehr viel mit der Zerschneidung zu tun. Wir werden das bei der Wildkatze gleich auch nochmal kurz ansprechen. Auch mit Straßen, die dann durch entsprechende Zäune gesichert werden und die Rolle dieser Zäune. Ja, da gibt es durchaus Diskussionen drum, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil natürlich einerseits werden relativ wenige Luchse überfahren. Das ist gut, aber gleichzeitig kommen sie im Grunde auch nicht in die Nachbarlebensräume so einfach und das ist weniger gut. Also das sind Dinge, die man einfach immer wieder diskutieren muss und Sie sehen auch, wissenschaftliches Handeln heißt eben nicht irgendwas zu wissen und das dann unbedingt so tun zu müssen in alle Ewigkeit, sondern wissenschaftliches Handeln heißt eben auch zu lernen, auch aus Fehlern zu lernen, Hypothesen aufzustellen, zu verwerfen, neue zu entwickeln und das sehen wir im Artenschutz eben auch. Da muss man einfach flexibel sein und immer wieder die Dinge neu denken und hinterfragen, die man einmal für richtig gefunden hat. Ja, wir kommen jetzt zur nächsten Katzenart, zur Wildkatze.
Wildkatzen sind ebenfalls über ganz Europa ursprünglich verbreitet. Ausnahme ist der Norden Skandinaviens. Wildkatzen kommen in Kleinasien vor. Wildkatzen kommen auch in Nordafrika vor. Über die einzelnen Unterarten werden wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten müssen. Die Wildkatze ist in weiten Teilen Mitteleuropas verschwunden. Das hat sicherlich sehr viel mit der Änderung der Landnutzung zu tun. Wildkatzen sind auch keine klassischen Tiere der Agrarlandschaft, dort, wo im Grunde der Wald verschwindet, wo Landwirtschaft betrieben wird, wo Siedlungen auftauchen. Dort zieht sich die Wildkatze zurück. Diese Lebensraumveränderung ist sicherlich der Hauptgrund. Eine direkte Verfolgung durch den Menschen ist auch in der Vergangenheit immer wieder gewesen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, wobei anders als beim Luchs würde man bei der Wildkatze vermutlich eher, dass die Lebensraumveränderungen in den Vordergrund stellen und die Verfolgung eigentlich war eher sekundär. Das hat auch damit zu tun, oder damit hat auch damit zu tun, die Tatsache, dass man eigentlich schon immer ahnte, was man mittlerweile auch weiß, dass Wildkatzen gar nicht so selten sind, wie man das glaubte. Das heißt, also in den meisten Mittelgebirgen hat es Wildkatzen immer gegeben, waren sie nie komplett verschwunden, sie waren sehr selten geworden. Es gab bestimmte Mittelgebirge, Pfälzerwald, Hunsrück, Eifel, Harz, da waren sie eigentlich immer da und wer dort in der Natur zu tun hatte und draußen viel lebte oder war, der konnte auch immer schon berichten, dass es in diesen Regionen immer Wildkatzen gegeben hat und sie nie verschwunden waren. Man hat in den letzten Jahren sehr umfangreiche Artenschutzprojekte auch sehr unterschiedlicher Qualität initiiert. Was dabei rausgekommen ist, ist immerhin die positive Botschaft, dass man tatsächlich die Wildkatze an vielen, vielen Stellen noch hat, wo man sie eigentlich gar nicht vermutet hat. Das heißt, sie ist eigentlich eine Art der Waldgebiete, die im Flachland bei uns weitgehend verschwunden sind, aber eben auch der Mittelgebirge und zum Teil geht sie ins Gebirge auch bis 1700 Meter Höhe in etwa. Sie ist eine Art, aber auch vor allen Dingen der Waldränder. Das sind ganz interessante Erkenntnisse, die auch der Kollege Professor Schröpfer, der ja einer der wirklich großen Kleinraubsäugerforscher war, der hat das eigentlich sehr schön immer dargestellt, dass die Wildkatze eigentlich keine Wald- und keine Feldart ist, sondern sie ist eine Art der Waldränder. Sie lebt eigentlich idealerweise immer in diesen Zwischenbereichen zwischen Wald und Waldlichtungen, zwischen Offenstellen im Wald und dichterem Wald oder eben auch am Waldrand zur Agrarlandschaft. Sie bevorzugt durchaus wärmere Lagen, südexponierte Lagen, sie braucht Deckung, sie braucht Flächen zum Zurückziehen, das können auch mal Felsklippen sein, wo sich darauf zurückzieht. Die berühmten offenen Partien können mal Kahlschläge sein, können Waldwiesen sein, kann auch ein Waldrand zur Agrarlandschaft hin sein. Hat Streifgebietsgrößen von etwa 1,5 bis 3,5 Hektar. Innerhalb dieser Streifgebiete nochmal etwas kleinere Territorien. Territorium zur Erinnerung. Ein Territorium ist eine räumlich abgegrenzte Fläche, die von einer Tierart gegen Artgenossen verteidigt wird. Streifgebiete können auch durchaus von mehreren Artgenossen gemeinsam genutzt werden. Bei der Wildkatze, die hat beides, ein etwas größeres Streifgebiet, wo auch andere Artgenossen am Rand drin geduldet werden und ein etwas kleineres Territorium, das dann auch verteidigt wird. Die Siedlungsdichten, die schwanken sehr stark von der Lebensraumqualität, das heißt vor allen Dingen von der Nahrungsverfügbarkeit und man schätzt so zwischen einem und sieben Wildkatzen pro 1000 Hektar. Die Fortpflanzungszeit der Wildkatze, die Ranzzeit ist im Februar, März, also auch im späten Winter. Tragezeit ist seit 63 Tage. Wildkatzen haben zwischen 2 und 4 Junge im April und Mai. Die Tiere, also die Jungtiere öffnen mit 10 bis 12 Tagen die Augen, werden 4 Wochen gesäugt, werden mit etwa einem Vierteljahr selbstständig und sind mit 9 Monaten schon geschlechtsreif. Das heißt also, hier haben wir ein deutlich höheres Vermehrungspotenzial, als beim Luchs der Fall ist. Ich hatte eben gesagt, wir kommen nochmal auf die Unterarten gerade Kleinasiens und Nordafrikas zu sprechen. Das haben die meisten von Ihnen irgendwo in der Grundschule mal gelernt, dass die Wildkatze eben nicht die Stammform unserer Hauskatze ist, also zumindest die mitteleuropäische Wildkatze nicht, sondern dass die Hauskatze von der sogenannten Falbkatze abstammt. Und die Falbkatze ist eigentlich nichts anderes als die Unterart unserer Wildkatze in Nordafrika, die Felis sylvestris lybica. Es gibt noch eine weitere Unterart, die Felis sylvestris ornata, die so mehr aus Kleinasien herkommt und dort heimisch ist,
auch die könnte unter Umständen eine Rolle gespielt haben bei der Hauskatzenbildung. Es gibt auch durchaus Hypothesen, dass durchaus auch richtige Wildkatzen, Felis silvestris, silvestris aus Südeuropa da auch eine Rolle gespielt haben. Tatsache ist jedenfalls aber, dass die Hauskatzen jetzt nicht unmittelbar aus der Wildkatze hervorgegangen sind. Man muss auch wissen, dass Hauskatzen in Mitteleuropa, also normalerweise die Hauskatze, die am Lande lebt und dort auf dem Bauernhof ihre Mäuse fängt, dass das eigentlich keine domestizierte Katze ist. Domestikation heißt ja im Grunde Einfluss auf das Reproduktionssystem, heißt also eine ganz gezielte Aussuche von Paarungspartnern durch den Menschen. Und das findet bei der Hauskatze, so bei der ordinären Hauskatze, sage ich mal, nicht statt. Das findet gelegentlich bei besonders seltenen Zuchtformen der Katze statt, ganz klar, wo dann auch Ausstellungen gemacht werden und Schönheitskonkurse gemacht werden. Das ist ein anderes Thema, aber die normale bäuerliche Hauskatze ist nicht domestiziert, lebt also im Grunde auch zwar zahm, aber letztendlich wie ein Wildtier. Und das führt natürlich auch dazu, dass Wildkatze und Hauskatze immer wieder Hybriden bilden. Hybriden bilden sich natürlich immer dann besonders leicht, wenn in der einen oder anderen Teilpopulation ein sexueller Notstand herrscht. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Wildkatzen wirklich seltener sind im Wald, keinen Paarungspartner auf die Schnelle finden, dann verpaaren die sich eben auch mit einer Hauskatze gelegentlich mal. Wichtig ist, dass man im Grunde Wildkatzen und Hauskatzen und Hybriden mit sogenannten molekularen Markern, das heißt, oft werden auch genetische Marker, werden sie genannt, aber das stimmt in der Form nicht, sind molekulare Marker, die einfach eine genetische Sequenz wiedergeben. Mit diesen Markern kann man Wildkatze, Hauskatze, Hybriden recht gut quantitativ unterscheiden, aber nie qualitativ. Das heißt, wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit von 90% und mehr als 90% und fast 100%, dass es eben diese oder jene Form ist. Bei, wie gesagt, Wildkatze, Hauskatze oder Hybrid. Bei Hybriden ist die Unterscheidungsfähigkeit natürlich umso besser, je mehr es an den Elterntieren direkt dran ist. Also ein F1 oder F2 Hybrid lässt sich noch relativ gut unterscheiden. Je weiter wir dann in der Folge der Generationen kommen, wird es immer schwieriger, denn wir müssen davon ausgehen, was ist eigentlich unsere Referenzgröße? Und das ist die große Grundfrage all dieser molekularen Methoden. Das ist zugrunde gelegte Referenzkollektiv, denn die müssen ja, um ihre molekulare Methode zu eichen, müssen sie praktisch eine große Zahl an Hauskatzen untersucht haben und sie müssen eine große Zahl an Wildkatzen untersucht haben. Und wir wissen ja nun, dass unsere Wildkatzen eben durchaus in der Vergangenheit auch mit Hauskatzen hybridisiert sich haben. Das heißt also, wir wissen gar nicht, wie viel Hauskatze ist in unseren mitteleuropäischen Wildkatzen. Und wie ist das zum Beispiel in anderen Regionen? In Schottland wird zum Beispiel sehr intensiv von Hybridisation berichtet. Das sind Situationen, die man dann im Grunde nie wirklich beherrscht, weil man letztendlich die Originalform nie hat. Bei Originalwildkatzen könnte man in die Vergangenheit gucken, indem man Belge aus Museen nimmt. Aber auch das ist schwierig. Das heißt also, seien Sie skeptisch, seien Sie kritisch. Wenn Ihnen jemand erzählt, er kann etwas zu 100%, ist es alles irgendwo möglich, aber eben doch nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Ja, zu den eben schon mal erwähnten Unterschieden zwischen Wild- und Hauskatze. Es gibt verschiedene Merkmale, die man in ihrer Summe dann durchaus ein ganz brauchbares Bild ergeben. Die Größe, Wildkatzen sind im Allgemeinen größer als Hauskatzen. Das ist sogar ein Sohlenfleck. Unter den Ballen ist ein schwarzer Fleck bei der Wildkatze. Der helle Nasenspiegel, der also eher hell fleischfarben ist und nicht bräunlich ist bei der Wildkatze. Der Augenabstand, der etwas größere. Die Rute, die buschige Rute, die praktisch vergleichsweise kurz wirkt und sich nicht verjüngt, also praktisch in ihrer Dicke von Anfang bis Ende gleich dick bleibt. Das sind alles Wildkatzenmerkmale, aber eben unsichere Merkmale. Ein etwas sichereres Merkmal ist die Darmlänge. Da können wir davon ausgehen, dass wenn wir eine Darmlänge von mehr als 200 cm haben, es mit Sicherheit mit einer Hauskatze zu tun haben. Und bei einer Wildkatze, die hat nie mehr als 200 cm Darmlänge. Da ist oft die Obergrenze 170, 180 cm. Es gibt aber auch durchaus eben auch Hauskatzen, die bei 160, 170 cm schon anfangen. Es gibt also einen schmalen Überlappungsbereich. Auch hier haben wir also keine qualitative, sondern einfach eine quantitative Aussage, die aber eines der besseren Merkmale wirklich darstellt. Ja, wie gehen wir mit der Wildkatze und der Hauskatze um? Auch das wird ein Thema sein im Wildtiermanagement im 5. Semester, aber hier ein paar Gedanken schon mal vorweg. Wildkatzen sind ganzjährig geschont, unterliegen im Jagdrecht. Das ist
wie schon gesagt, eigentlich eine der besten Situationen, die als Schutz für eine Art vorhanden sein können. Wichtig ist, die Lebensräume zu sichern. Das haben wir jetzt immer wieder gelernt. Das heißt, die Lebensräume sind da. Sie müssen im Grunde erhalten werden. Man hat lange Zeit es für wichtig gehalten, dass man Hybride aus der Population entnimmt und sie erlegt. Diese Bejagung von Hybriden ist relativ, ja, diskussionswürdig. Man kann das machen. Es gibt eben aber immer wieder sehr wildfarbene Hauskatzen. Und letztendlich, was ist eine Wildkatze? Eine Wildkatze ist eine Katze, die aussieht wie eine Wildkatze, die sich in der freien Wildbahn bewegt wie eine Wildkatze. Und ob das letztendlich jetzt eine wildfarbene Hauskatze ist oder nicht, das weiß man letztendlich ja gar nicht. Ökologisch gesehen hat die dieselbe Funktion, dieselbe Rolle dort im Ökosystem. Deshalb sollte man bei der Erlegung von Katzen sehr zurückhaltend, wenn man es schon tun will, dann bitte nur die eindeutig durch die Farbe unterscheidbaren, aber die wildfarbenen bitte in Ruhe lassen. Man muss es aber nicht unbedingt tun, denn wie gesagt, ich glaube auch, das Thema Hybridisation ist kein furchtbares Problem für die Wildkatzenpopulation, denn die Wildkatze hat es über Jahrzehntausende geschafft, zusammen mit den Menschen und auch in unmittelbarer Umgebung des Menschen zu überleben. Das, was man eigentlich immer schon sagte, ist der beste Schutz für die Wildkatze. Einfach nicht davon Notiz nehmen, in Ruhe lassen, nicht darüber diskutieren, keine Bugwelle damit machen, kein Gewese machen. Einfach die Tiere in Ruhe lassen, ist der beste Schutz. Das galt eigentlich schon immer und gilt auch in Zukunft weiter. Andere Schutzmaßnahmen muss man diskutieren. Ich hatte es beim Luchs gerade kurz angesprochen. Sie sehen hier Wildkatzen sichere Zäune. Zum einen hier in der Eifel, zum anderen hier im Thüringer Wald. Diese gekanteten Bleche an der Oberseite dieser Zäune sollen das Überklettern durch die Wildkatze verhindern. Das ist gut gemeint. Manchmal ist allerdings das Gegenteil von gut eben auch gut gemeint. Und wir wissen nicht wirklich, ob diese Zäune tatsächlich für die Population, ist nicht für das Individuum, sondern für die Population hilfreich sind. Das Individuum, was über so einen Zaun nicht drüber klettern kann, kann auf der Straße auch nicht überfahren werden. Völlig klar. Wenn aber so ein Individuum an so einen Zaun kommt, sieht, es kann nicht drüber klettern, dann wird es entweder das tun, was man von ihm erwartet, nämlich den Zaun so lange entlanglaufen, bis wir zu einem Tunnel oder einer Überführung kommen, also einer Querungshilfe kommen und dann die Straße queren. Ob wirklich die Katzen das tun, das wissen wir nicht und ich bezweifle das auch sehr. Das heißt, es wird ein großer Anteil der Katzen, die eigentlich die Straße überqueren wollen, durch den Zaun daran gehindert und im eigentlichen Lebensraum verbleiben. Das heißt, die Ausbreitung wird durch solche Zäune, Querungshilfen oder her, vermutlich gebremst. Und das ist eben die große Frage, ob wir bei einer Art, die tatsächlich durchaus vorhanden ist in den Lebensräumen und nicht so selten, wie man das eigentlich immer vielleicht befürchtet hat, ob man da nicht dann eher sagt, gut, wenn jetzt mal von 10 Katzen oder von 20 Katzen, die Straße queren, eine überfahren wird, ist es für die Biologie der Art und der Ökosystem auch noch besser, wenn die anderen 19 oder 9, die über die Straße drüber gelangt sind, neue Lebensräume besiedeln können. Das ist eine Frage, die man einfach naturschutzpolitisch diskutieren muss. Ja, soviel zu ein paar Gedanken zum Management. Im fünften Semester einiges mehr dazu. Wir kommen jetzt von den Katzen zu den Hunden. Auch die Hunde gehören zu den Raubtieren, zu den Carnivora. Wir haben mehrere Wildhundearten, die in Mitteleuropa heimisch sind. Der bekannteste ist sicherlich der Fuchs, der Rotfuchs. Neozoron ist der Marderhund, der auch zu den Hundeartigen gehört. Auch bekannt und im Moment ja gerade wieder en vogue und auch politisch sehr intensiv diskutiert ist der Wolf. Und dann haben wir natürlich den vierten, den Goldschakal, den wir jetzt hier nicht unbedingt vertiefen müssen, aber der in Zukunft sicherlich eine große Rolle in Mitteleuropa spielen wird, weil wir auch zusehends Goldschakale in Mitteleuropa als Zuwanderer beobachten können, die praktisch ganz von selber ihre Population derzeit ausbreiten und aus Südosteuropa, wo sie eigentlich immer heimisch waren und sind, auch weiter Richtung Norden und Nordwesten verschiebt. Diese vier Kanidenarten sind bei uns relevant. Der Rotfuchs ist im Grunde weit verbreitet über ganz Europa. Er fehlt auf Island, er fehlt auf Kreta, er fehlt auf Malta und er fehlt auf den Balearen. Aber ansonsten ist er verbreitet.
Hiddensee ist so ein Ausschlussthema. Da kommen wir nochmal zu anderer Gelegenheit aber drauf. Er kommt auch in Nordamerika letztendlich vor. Er kommt auch nach Nordeuropa relativ weit vor, wird dann aber im Norden, im borealen Bereich durch den Eisfuchs Allopex lagopus abgelöst. Der Eisfuchs ist eine andere Art, die, soweit man das weiß, jetzt auch nicht normalerweise mit dem Rotfuchs hybridisiert. Es gibt wohl Hybridbildungen hier und da, mal wurden beobachtet. Aber ob die Nachkommen wirklich fertil sind, muss man mal sehen. Ja, hier ist mal die Verbreitung ganz kurz und natürlich auch eingeführt in einigen Teilen der Erde, nämlich in Australien. Die Füchse leben praktisch in allen Lebensräumen. Sie haben ein extrem hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Sie bewohnen praktisch jedes Biotop, sind Eurytop, besiedeln auch urbane Regionen. Im Gegenteil, also die Füchse in den Städten sind in einer relativ gesehen meistens höherer Dichte vorhanden als im Wald. Also wenn Sie es auf Quadratmeter oder Quadratkilometer beziehen, dann leben wahrscheinlich in der Stadt Dresden mehr Füchse als im unmittelbaren Umland. Das hat damit zu tun, dass natürlich in den Städten auch für den Fuchs einige positive Aspekte existieren. Der eine ist natürlich, der wichtigste ist, er wird dort deutlich weniger intensiv bejagt, verfolgt und gleichzeitig ist auch eine Menge Nahrung vorhanden. Das heißt also, neben den klassischen Nahrungsbestandteilen, Kleinsäuger, Vögel, hat er in der Stadt natürlich auch noch das Thema Abfälle. Das heißt, ein Fuchs wird auch sich an Abfalltonnen oder an gelben Säcken verlustieren, wenn die Gelegenheit dazu da ist. Und dementsprechend wird er auch sich dort natürlich in solchen Lebensräumen lange halten und auch sehr weit und sehr gut fortpflanzen können. Von der Morphologie her können wir sagen, die Füchse sind so etwa 8 bis 12 Kilogramm schwer. Sie haben ein ganz typisches Raubtiergebiss mit Fangzähnen und einem Brechschierzahnpaar. Ich darf das hier nochmal ganz kurz zeigen. So, sind wir scharf? Ja, sind wir scharf. Also hier wieder das klassische Raubtiergebiss. Wir haben hier die beiden großen Fangzähne, das sind die Eckzähne, die Canini. Hier vorne sind die Schneidezähne. Und hier sind dann die Backenzähne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier sehen wir plötzlich einen ganz großen Zahn, der auch, sieht man jetzt hier schlecht, weil der Kiefer nicht zu öffnen ist, der praktisch einen ähnlich großen Zahn auch hier, den hier als Gegenstück hat. Und hier spricht man dann vom sogenannten Brechscherzahnpaar. Dieses Brechscherzahnpaar ist ökologisch für die Hundeartigen sehr bedeutsam. Es ist also praktisch der P4 des Oberkiefers. Ich zeige es Ihnen noch mal ganz kurz. Dann mal durchzählen, noch mal 1, 2, 3, 4. Und der M1 des Unterkiefers. Dieses Brechscherzahnpaar ist ökologisch deshalb wichtig, weil die Kaniden, die das aufweisen, das ist der Fuchs, das ist auch der Wolf und auch der Hund hat das. Also wenn Sie einen Hund zu Hause haben und der Hund einen guten Moment hat, können Sie sich auch mal angucken, das Brechscherzahnpaar. Die Hunde machen es ungern, es zu zeigen, aber es funktioniert, wenn man ganz nett zu ihnen ist. Sie können damit einen Röhrenknochen zerbeißen. Der Fuchs jetzt vielleicht nicht denjenigen vom Wisent oder von großen Beutetieren, aber der Wolf kann das durchaus einen Hirschknochen auf die Art und Weise knacken. Und der Fuchs kann das eben auch bei einem Beutetier, zum Beispiel bei einem Hasen, tun. Und damit können sie in Notzeiten Knochenmark nutzen als eine extrem energiehaltiges Teil der Beute. Und das macht den Fuchs deutlich mehr zum Generalisten als mal die Wildkatze. Die Wildkatze, ich zeige Ihnen jetzt mal hier, ist mal gut, wenn man eine altehrwürdige Universität hat, da hat man solche Schädelpräparate. Hier sieht man einen Wildkatzenschädel. Hier sehen Sie hier vorne auch die Fangzähne. Und hier hinten haben wir dann relativ filigrane Zähne. Jetzt will ich die mal versuchen, hier irgendwie aufzuklappen, das geht hier nicht.
Aber wir haben hier noch ein Katzenpräparat. Dann legen wir mal den Unterkiefer hier hin. Wir sehen hier also recht spitze, schmale Zähne, reduziert. Das heißt also, so eine Katze kann damit keine Knochen kaputt beißen, da wird sich sämtliche Zähne ausbeißen, sondern Katzen nehmen ihre Nahrung auf, indem sie typischerweise diesen Proteinhappen Maus, den fangen sie, beißen ihn tot und schlucken ihn dann mehr oder weniger als Ganzes runter. Die müssen da nicht groß drauf rumreißen und kauen. Und ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so muss ich das vorstellen. Während zum Beispiel Fuchs oder Wolf eben tatsächlich diese Beute ganz anders nutzen, auch ganz andere Teile der Beute nutzen, was für die Ökologie ganz wichtig ist. Die Wildkatze zum Beispiel kriegt in langen Frost- und schneereichen Wintern durchaus Probleme, wenn nämlich die Mäuse schwer zu kriegen sind, andere Arten nicht da sind. Der Fuchs weicht dann einfach aus. Der sucht dann im Grunde andere Beutearten. Er kann Aas nutzen, er kann größere Beutearten fangen. Er kann eben, wie gesagt, Knochen zerbeißen von Aas, das er gefunden hat. Das alles kann die Wildkatze nicht. Deshalb ist die Wildkatze deutlich anfälliger, zum Beispiel auch gegen Witterungsextreme. Und der Fuchs überlebt die deutlich besser. Füchse sind relativ geruchsorientiert. Das merkt man daran, wenn man zum Beispiel im Wald irgendwo Markierungen von Füchsen findet, dann finden sie die nur daran, dass es nach Fuchs stinkt. Und wenn sie mal im Zoo oder im Wildgehege in der Nähe des Fuchskäfiges kommen, da stinkt es dann auch ganz bestialisch. Dieser Geruch, den auch die Marderartigen sehr stark haben, der kommt von verschiedensten Duftdrüsen, die zur Lebensraummarkierung eingesetzt werden. Das sind die Ballendrüsen zwischen den Ballen an den Füßen. Die Viole, das ist eine Drüse, die an der Schwanzwurzel sitzt, an der Rutenwurzel sitzt sozusagen. Und die Analdrüsen, deshalb finden sie Fuchslosung auch sehr häufig auf Baumstuppen oder an prominenter Position, damit die dann auch entsprechend weit ihren Geruch verbreiten kann und im Grunde damit auch mit anderen Füchsen kommunizieren kann. Die Trittsiegel sind ähnlich wie beim Hund, allerdings man kann sich schon unterscheiden. Im Grunde ein Klassiker, wenn man jetzt hier an der Vorderseite der beiden äußeren Ballen eine waagerechte Linie sich denkt, dann sitzen praktisch die beiden mittleren Ballen ohne zu überlappen auf dieser Linie, die einen oben, die anderen unten. Und beim Hund würde diese Linie praktisch durch die hintere Drittel der Mittelballen durchführen. Die Ernährung ist ganz klar bei einem Generalisten omnivor, das heißt also nicht nur die Hauptbeute Mäuse, sondern im Grunde auch andere Säugetiere, Hasen, Rebhühner, Fasane, Auerhühner, Birkhühner. Das wird alles im Grunde vom Fuchs erbeutet, darüber hinaus aber auch kleinere Tiere wie Kriechtiere, also Lurche, zum Teil auch größere Insekten, auch mal eine Schnecke. Das ist der eine Teil. Und zum anderen übernimmt der Fuchs dann auch sehr viel pflanzliche Nahrung auf, gerade zur Zeit der Fruchtreife, wenn es so losgeht mit Himbeeren im Wald oder wenn zum Beispiel auch Kirschen irgendwo reif sind, sei es im Wald oder auch auf dem Feld, dann können Sie den Fuchs auch im Grunde unter dem Kirschbaum sitzen sehen und dort das Obst aufnehmen sehen. Das heißt also, hier ist er durchaus in bestimmten Jahreszeiten auch sehr stark mit vegetarischer Nahrung zufrieden. Die geschätzte Nahrungsmenge, das sind eben nicht nur die Mäuse, sondern das ist im Grunde alles zusammen pro Fuchsfamilie und Jahr, sind ungefähr 300 Kilogramm. Das Maximum des Bedarfs an Nahrung liegt typischerweise im August. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Fuchswelpen, da kommen wir gleich nochmal drauf, praktisch schon recht groß und kräftig sind, also schon eine Menge Nahrung brauchen, aber noch mit der Familie, mit der Mutter und dem Vater sozusagen in einem Lebensraum sich befinden und nicht weggewandert sind. Da ist natürlich dann der Nahrungsbedarf in der Familie am höchsten. Das Minimum liegt dementsprechend nach dem Winter im Februar. Ja, zum Sozialverhalten ist ganz interessant. Der Fuchs lebt normalerweise in Mitteleuropa außerhalb der Ranzzeit solitär. Zum Fuchs gibt es enorm viele spannende Untersuchungen, auch zum Sozialverhalten des Fuchses. In England gibt es einen Grand Seigneur der kleinen Raubsäugerforschung, MacDonald, der sich sehr intensiv mit dem Thema Fuchs beschäftigt hat. Wenn Sie also mehr
dazu lernen und lesen wollen, lesen Sie mal dessen Bücher und Veröffentlichungen. Das ist extrem spannend. Der Fuchs ist ein bisschen, man kann das so sagen, die Katze unter den Kaniden. Er hat also bestimmte Merkmale, die sonst die Katzenartigen haben. Gerade das Solitärleben, also nicht in der Gruppe leben, ist für Kaniden eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Füchse haben Familienterritorien, ich habe es gerade schon noch ein bisschen angedeutet, in denen dann wiederum jeder einzelne Fuchs ein kleines Subterritorium besetzt. Das ist ein recht komplexes System und auch ein sehr plastisches System. Das kann in England auch ganz anders aussehen als hier in Deutschland beispielsweise oder in Mitteleuropa. Füchse graben Baue, sind also haben eine sehr häufig unterirdische Lebensweise, haben sehr spezialisierte Baue, das heißt, es gibt Vorratsbaue, es gibt Ruhebaue, es gibt Schlafbaue. Es gibt Baue, wo die Jungen dann zur Welt kommen, es gibt Notbaue, wo sich der Fuchs dann hinflüchten kann, wenn der andere Bau gestört oder beschädigt worden ist. Also ein sehr komplexes System. Die Baue liegen innerhalb der Territorien. Um die Baue herum ist das Phänomen des sogenannten Burgfriedens zu beobachten. Was ist Burgfrieden? Das ist ein Begriff aus der Verhaltensforschung, abgeleitet aus dem menschlichen oder zwischenmenschlichen Verhalten. Das bedeutet, dass um den Fuchsbau herum Beutetiere normalerweise nicht aktiv erbeutet werden. Das heißt, es kann durchaus eine Amsel oberhalb des Fuchsbaus irgendwo brüten und ihre Jungen großziehen, ohne dass sie vom Fuchs gefressen wird. Es kann durchaus eine Gans oder Ente, die Höhlenbrüter ist, zum Beispiel eine Brandgans, in einer derselben Höhle leben wie der Fuchs oder seine Jungen großzieht, ohne vom Fuchs erbeutet zu werden. Hat sicherlich, es gibt verschiedene Hypothesen dazu. Die eine Hypothese ist die, dass man vermutet hat, ja gut, wenn der Fuchs dort Beute fängt, macht die natürlich ein Höllenspektakel und es werden wieder andere Prädatoren auf den Fuchsbau aufmerksam. Halte ich für ein bisschen, ja, eher nicht wirklich logisch. Spannender und ich denke auch der Realität näher kommt die andere Hypothese, dass man sagt, Fuchsmütter haben im Umfeld ihres Baues einen reduzierten Beutefangreflex. Einfach deshalb, weil sie ja auch ihre Jungtiere nicht totbeißen dürfen, wenn die plötzlich mal anfangen, vorhin wegzulaufen oder zu zappeln. Das heißt also, dass da möglicherweise einfach in der Evolution sich im Verhalten der Raubtiere diese Beutefangreflexe im unmittelbaren Umfang des Baues, im Umfeld des Baues reduziert haben. Die Territoriumsgröße einer Fuchsfamilie liegt etwa zwischen 200 und 1000 Hektar. Zur Fortpflanzung, hatte ich ja schon gesagt, kommen wir nochmal. Füchse sind entweder monogam oder polygam, da gibt es auch eine große Plastizität, auch hier wieder sehr viele Varianten. Es paaren sich typischerweise die ranghöchsten Tiere, das ist wieder ein klassisches Phänomen bei den Kaniden. Die Ranzzeit ist im etwa Januar bis März die Fortpflanzungszeit. Es kommt zu Superfekundation, das heißt also, eine Fähe kann eben auch von zwei verschiedenen Rüden mal tragend werden. Die Tragzeit ist 50 bis 53 Tage. Es werden meistens mehrere Wurfbaue, es existieren mehrere Wurfbaue, die genutzt werden können. Die sind relativ einfach gestrickt, haben eine Röhre, werden jährlich neu angelegt, werden mit dem Bauchhahn der Fähe gepolstert. Die Jungfüchse können aber auch durchaus, wenn kein Wurfbau da ist, unter einem Baumstuppen oder in einer Hecke zur Welt kommen. Die Jungen, das sind etwa 3 bis 5 im Normalfall, können aber auch nach gutem Mäusejahr bis zu 12 Welpen oder Fuchswelpen sein, kommen dann im April, Mai zur Welt, sind also jetzt meistens gerade geboren, sind bei der Geburt behaart, sind relativ dunkel gefärbt, wenn man sie mal so sieht, sind blind, öffnen nach 2 bis 3 Wochen die Augen und werden etwa 20 bis 25 Tage gesäugt. Sie merken schon, Füchse können offenbar eine große Zahl an Nachkommen entwickeln. Wie gesagt, nach guten Mäusejahren bis zu 12. Das heißt, wir gehen hier in Richtung relativer R-Strategie unter den Hundeartigen. Dazu passt auch, dass eine Populationsregulation durch eine intrauterine Resorption von Embryonen offenbar möglich ist. Es ist interessant, dass beim Fuchs auch, das ist wieder typisch Kaniden, Rüde und rangniedere Tiere bei der Aufzucht der jungen Tiere mithelfen. Aber auch hier ist ganz interessant, wir hatten ja eben das Thema
Beutefanghemmung. Die Fähre lässt den Rüden eigentlich erst nach etwa 3 Wochen zu den Welpen dazu. Das heißt, also die ersten 3 Wochen darf der Rüde Beute fangen und zum Bau tragen, muss sie aber vor dem Bau hinlegen und darf die praktisch nicht zu den Welpen reinbringen. Nach 4 Wochen ändert sich das, da darf der Rüde die Welpen auch mitbetreuen. Jetzt ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen, wie wir es eben beim Burgfrieden gerade kurz angedeutet haben. Auch hier offenbar bei der Fähre ist die Beutefanghemmung im Umfeld des Baues wahrscheinlich größer ausgeprägt oder höher ausgeprägt als beim Rüden. Und die Fähre hat einfach Sorge, dass der Rüde aus Versehen auch mal einen jungen Fuchswelpen als Beute aus Versehen ansieht. Dem gleichen Prinzip dient auch die sogenannte Thanatose, also die sogenannte Tragschlaffe. Wir hatten das ja bei anderen Tieren schon mal besprochen. Wenn Füchse im Bau gestört sind, den Bau verlassen und die Welpen mit umziehen, dann werden die Fuchswelpen im Genick gefasst, an der Genickhaut gefasst, hochgehoben. Und in dem Moment, wo sie die hochheben, lassen sie sich runterhängen wie ein schlaffer Sack. Das können sie mit ihren Hundewelpen oder Katzenwelpen auch mal ausprobieren zu Hause. Das funktioniert, also da gibt es wirklich einen Reflex, dass die sich dann wirklich schlapp durchhängen lassen. Auch das ist natürlich der Tatsache geschuldet, wenn die anfangen würden zu zappeln, dann würde die Fähre einfach fester zubeißen, willkürlich oder unwillkürlich. Und in dem Moment könnte das für die Welpen auch fatal enden. Deshalb diese Thanatose, dieses wirklich völlig apathische runterhängen lassen. Jungfüchse werden relativ schnell selbstständig. Wir hatten eben gesagt, August ist der höchste Nahrungsbedarf der Fuchsfamilie. Das heißt also, mit 3 bis 4 Monaten danach fangen die Jungfüchse schon an, abzuwandern. Sie werden dann mit etwa 10 Monaten geschlechtsreif. Ja, zum Management auch hier ein paar Sätze vorweg schon mal. Die Bestände sind derzeit vergleichsweise hoch, kann man sagen. Allerdings, wir haben, wenn man sich die Jagdstrecken anguckt, in den vergangenen Jahren durchaus einen Rückgang der Fuchsjagdstrecken. Und wenn wir die Jagdstrecken als Spiegelbild des Bestandes nehmen, dann könnte man sagen, der Fuchs ist im Moment in einem eher leichten Rückgang begriffen, allerdings auf hohem Niveau. Das heißt, wir haben eigentlich aus der Zeit der 1970er, 80er Jahre, wo die Fuchsbaubegeisterung eingestellt wurde, wo die Tollwut dann durch Schluckimpfungen bekämpft wurde, haben wir praktisch einen Anheben der Fuchspopulation auf ein sehr hohes Niveau, auch auf ein, man könnte sagen, unnatürlich hohes Niveau, wenn wir den Begriff der Natur hier mal reinbringen wollen. Das bedeutet auch, dass der derzeitige Rückgang jetzt gar nicht so schlimm ist in der Natur. Im Gegenteil, diese hohe Fuchspopulation hat natürlich für viele Bodenbrüter zum Teil Riesenprobleme bereitet. Das heißt also, wir sind im Moment in der Situation, wir wissen nicht so genau, warum dieser gewisse Rückgang stattfindet. Ist es nur ein Phänomen einer geringeren Bejagung, sodass die Fuchsstrecke einfach nicht mehr den Bestand widerspiegelt, weil die Jäger einfach heute andere Schwerpunkte setzen müssen. Viele Jäger gehen heute gar nicht mehr Fuchs jagen, weil sie einfach permanent im Schwarzwild jagen sind. Das könnten Gründe sein. Es könnten aber auch durchaus Konkurrenzsituationen eintreten, zum Beispiel mit dem Marderhund. Es könnten auch Krankheiten wie die Räude eine Rolle gespielt haben. Das sind alles verschiedene Faktoren, die wir mehr oder weniger alle kennen, aber die wir in ihrem Zusammenspiel noch nicht so richtig verstanden haben. Noch ein Satz zur Schluckimpfung der Füchse. Diese Schluckimpfung gegen Tollwut hat in der Vergangenheit ja eingeführt, in den letzten Jahren aus Kostengründen oftmals bleiben gelassen. Das ist nicht wirklich klug, weil wir wissen alle aus der Epidemiologie in der Medizin, wenn ich impfe, dann ist eine Population so lange geschützt, solange ich impfe. Wenn ich aufhöre zu impfen, kommen die Krankheiten wieder. Und wenn ich die Schluckimpfung jetzt einstelle, dann wird irgendwann auch die Tollwut wiederkommen. Und wenn die Tollwut wiederkommt und ich gleichzeitig eine Wiederbesiedlung Mitteleuropas durch den Wolf habe, dann hat der Wolf irgendwann ein großes Problem. Und um das zu vermeiden, sollte man eigentlich, so gut es geht, hier vorbeugen und Fuchs wie Wolf weiterhin schluckimpfen. Ja, eine abschließende Hundeart, der Marderhund. Der Marderhund stammt aus ursprünglich Ostasien. Kommt also im Grunde aus dem Ussuri-Gebiet, das ist der Grenzregion zwischen Russland und China im Norden, ist dann zu Sowjetzeiten in die Ukraine zum Beispiel verfrachtet worden, dort in Pelztierfarmen gehalten worden und ist von dort aus, aus diesen Farmen typischerweise entkommen und ist seitdem eigentlich auf dem Weg nach Westen, hat mittlerweile den Atlantik erreicht und findet sich vor allen Dingen in den Feuchtgebieten Ostdeutschlands, Nordostdeutschlands und hat eigentlich
tendenziell weiter ansteigende Bestände. Da kommen wir gleich mal drauf, wie das im Moment aussieht. Marderhunde sind, sie heißen auch nicht umsonst Wasserfuchs, eben durchaus Bewohner derselben Lebensräume wie der Fuchs auch, also durchaus vieler Lebensräume, aber sie brauchen deutlich mehr als der Rotfuchs den Faktor Wasser. Das heißt also, die ersten großen Marderhund-Bestandeszuwächse haben wir in der Lausitz erlebt, in den Feuchtgebieten oder in den Braunkohle-Tagebau-Restlöchergebieten, also überall, wo viel Wasser ist, dort gedeiht auch der Marderhund. Interessant ist seine Nahrung. Bei uns lebt er eigentlich durchaus als Allesfresser, ein bisschen zum, mehr Tendenz zum Fleischfresser. In seiner Heimat ist er durchaus Fleischfresser mit Tendenz, eher Allesfresser mit Tendenz zum Vegetarischen. Bei uns eben wieder mehr Karnivor, also Vögel, Kleinsäuger, Reptilien, Amphibien, Insekten, tote Tiere, Aas, auch Früchte, auch Feldfrüchte. Also Mais ist durchaus eine ganz beliebte Nahrung, die der Marderhund zu sich nimmt, wenn er ihn findet. Und der Marderhund ist nachtaktiv, was natürlich auch seine Bejagung deutlich erschwert. Die Ranzzeit beim Marderhund liegt zwischen Februar und April. Er hat eine einfache Tragzeit von 63 Tagen, das ist ganz typisch für eine Hundeart. Er wolft zwischen 5 bis 8, auch bis zu 12 Jungtieren im April, Mai. Also sie sind auch jetzt hier nicht mehr am Fuchs gerade zur Welt gekommen. Auch hier sind die Jungtiere klassische Nesthocker, sind auch hier 12 bis 14 Tage, sagt man blind. Werden einen Monat gesäugt, werden mit 3 Monaten etwa selbstständig und werden mit etwa 10 Monaten geschlechtsreif. Also auch hier ganz typisch, klassisch für eine kleine Kanidenart. Am Anfang hatte ich schon mal erwähnt, der Marderhund ist ein Neozoon. Das heißt also eine Art, die durch den Menschen eingeführt ist, in dem Fall jetzt durch den Menschen in der Ukraine eingeführt und von da aus selber weiter ausgebreitet. Das Problem, was man diesen Neozoon oder mit den Neozoonen haben kann, ist eben, dass sie tatsächlich auf heimische Arten negativ einwirken, auf heimische Arten, die an diese neue Art in der Evolution nicht angepasst sind. Und diese Einwirkung kann bei Prädatoren auf zweierlei Weise passieren. Einmal durch Konkurrenz. Das wäre zum Beispiel, dass der Marderhund den Fuchs verdrängt. Das könnte zum Beispiel Konkurrenz um Baue sein. Wir wissen zum Beispiel, dass der Marderhund bei der Konkurrenz um Baue durchaus konkurrenzstärker als der Fuchs ist. Es kann aber auch auf Beutetiere sich beziehen, dass im Grunde Beutetiere durch einen für sie in der Evolution unbekannten Prädator auch deutlich dezimiert werden. Was machen wir mit dem Marderhund? Er ist im Grunde auch in der EU-Verordnung über die invasiven Arten enthalten. Man muss ihn intensiv bejagen, man sollte aber nicht so weit gehen und ihn blindlings verfolgen. Also letztendlich bestimmte Rahmenbedingungen, gerade Tierschutzkriterien, sind da definitiv auch entscheidend wichtig. Ob eine Bejagung, eine intensive Bejagung, man kann den Pelz ja auch sehr gut nutzen, wenn man das möchte, wirklich auf den Bestand eine wirklich reduzierende Einwirkung oder reduziert einwirkt, sei mal dahingestellt. Denn, wie gesagt, es ist nachtaktiv und eben insgesamt eher eine Zufallsbeute, es sei denn, man bejagt ihn eben sehr systematisch mit der Falle. Hier sehen wir jetzt nochmal zum Abschluss die Bestandesentwicklung. Also wir hatten einen sehr starken Bestandesanstieg bis in die Mitte der 2000er Jahre etwa, dann einen deutlichen Abfall. Das ist im Wesentlichen wohl der Räude geschuldet, die bei Marderhund dann auch in vielen Vorkommen massiv aufgetreten ist. Im Moment haben wir wieder einen relativ kräftigen Anstieg in den letzten Jahren beobachten können. Was jetzt hier passiert, das wissen wir nicht, ob das jetzt wieder mal abwärts geht oder ob es dann irgendwann weiter aufwärts geht. Das ist offen. Ja, so viel zum Marderhund und so viel auch zu den Hundeartigen. Es geht weiter beim nächsten Mal mit dem Wolf und dann haben wir noch im Grunde bei den Raubtieren die Bären kurz uns anzugucken. Für heute soll es erstmal genug sein. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.